Okay. Ich schaue dir mal kurz was zu, weil ich mir gerade eben ein Gummibärchen in den Mund schiebe. Ah oh ja, schieb ihn dir in den Mund. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht, wenn ich esse. Doch, man hört es. Nein! Ah ja, das schiebst du doch gerne Sachen in den Mund, gibst du. Na klar. Ach hey, so, jetzt muss ich erstmal nach oben da rein. Ich kleide das ja auch, aber das ist schon mal mit. Kommt es dann aus? Ah, verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Und kaputt. Oh je. Und kein Holz. Ah, nee, kein Holz. Kann ich jetzt gerade auch nicht mehr geben. Okay, dann. Ich habe viel zu tun. Dann ich muss arbeiten. Dann laufe ich hier mal rum. So, ich hab's geschafft, hier oben reinzukommen, ohne irgendwie Cleanstone kaputt zu machen, den ich brauche. Ich habe eine Idee. Hast du ein bisschen Holz? Ja, habe ich, aber ich kann dir den gerade, wie gesagt, nicht geben. Werf's runter. Dann mache ich schon mal, dann mach ich eine Truhe. Und bitte eine Waffe. So, ach verdammt, jetzt bin ich wieder runtergerutscht. So. So. Solange du das hier machst, baue ich mal eben eine Truhe. Ich habe nicht genug Holz für eine Truhe. Oh, komm her. Dann gehe ich nämlich mal ein bisschen leveln und ein bisschen Leute abstarten, damit es mal ein bisschen interessant wird. Wie? Ich bin uninteressant? Du baust doch gerade den Brunnen. Ja, das ist total interessant. Ich bin mir nicht fast fertig. Ah, okay. Ich muss gerade nur das Wasser hier reinmachen. Und die Fackeln platzieren, die ich gleich dahin haben will. So, klopp, klopp, klopp. Okay, ich hätte mir das ernsthaft einfacher machen können mit dem Wasser. Wie denn? Verdammt. Indem ich das oben hinsetze. Oh. So, ich mach mal eben hier die Truhe, die protect sich nicht, damit wir beide die benutzen können. Du kannst mir auch einfach das Passwort geben dann. Nee, das ist eh nur so komisches Steinmaterial. Das sind, glaube ich, klaut uns eh keiner hier aus der Gilde. Ich bin fast am Verhungern. Oh Gott. Lol. Oh Gott. Kann ich irgendwas essen? Komm, friss Lehm. Oder so ein Spinnenauge. Schmackhaft. Ich verschweige jetzt einfach mal ganz dreist, dass ich ein Stack Fleisch habe. Du hast eh keins. Was, wirklich? Krieg ich was? Hörst du dieses Geräusch? Ja. Oh, lecker. Diese ganzen Schweinepartikel, die da runterfliegen. Krieg ich bitte eins? Du wolltest keins. Doch, ich will. Ich bin am Verhungern. Hinter dir. Friss oder stirb. Danke. Friss oder stirb wortwörtlich. Ich fresse. Ich glaube, genau. Es reicht aber nicht voll, aber das reicht erstmal. Ja, das halbe her. Dann heile ich mich aber nicht. Ich brauche noch eins. Kannst du mir jetzt unter mir den ganzen Weg weggraben? Aua. Ich habe keine Spickaxe. Und ich brauche ein Stück Fleisch. Ich kann hier nicht runter jetzt gerade. Einfach werfen. Ja, ich habe keine Pickaxe. Ich meine Fleisch. Stein. Da, noch ein bisschen Fleisch. Und jetzt bau dir eine Pickaxe und bau den Weg da weg. Okay. Ich muss gerade schauen, wie ich das hier löse. So. Nein, Fackel bleib hier. So. Ach, verdammt. Ist Fackel runtergefallen? Ne, ich bin runtergefallen. Oh. So. Das Licht hier oben auch beleuchtet sein. Dann geh jetzt mal schnell drauf. Ah ne, warte, das muss hier unten erstmal zubleiben. Okay, also nicht abhauen. Ich sag dir, wenn es auf muss, ja? Ich würde dann jetzt nämlich rausgehen. Ich brauche einen zweiten Eimer. Ja, warte, ich komm gleich mit dir. Ich brauche einen zweiten Eimer. Okay. Dann mach ich das so. Ich hab eine geile Idee. Mein Wasser ist gerade einfach verschwunden. Wieso denn das? Keine Ahnung, ich hab's gesetzt und es ist einfach. Gott. Ich kann pink schreiben.
Mit solchen Leuten muss ich arbeiten, ne? Ich kann Ping schreiben. Ja, du schwule Elfe. Ich brauche eine Pickaxe. Hier. Da. Ja, gut, dass du sie wieder aufgesammelt. So. Kommst du jetzt alleine klar, ja, ne? Ich komm gleich mit, warte doch mal. Ich geh nur mal kurz raus, damit ich schon ein bisschen draußen gucken kann. Du wartest jetzt hier, ich bin gleich fertig. Da kannst du gleich den Brunnen sehen. Okay. Oh. Au! Au, das hat wehgetan. Wieso hast du das Wasser wieder aufgenommen? Nee, ich hab da unter einen Block gesetzt, damit ich das gleich erst aufmachen kann. Du verstehst so, Skills? Ja. So. Damit das jetzt mich nicht behindert, wenn ich gleich die Sachen da abbaue. Dann mache ich das erst gleich auf. Okay. Und jetzt fängt die Battle-Playlist gerade an. Oh, Junge, halt mal die Locken, Locken flockig, ey. Flockig. Ich mach so lange nochmal eben ein anderes Lied an. So, jetzt grabe ich hier erstmal den ganzen Kram weg, der das Wasser vom Fließen behindert. Fließen. Und da glitscht immer noch so ein komisches Ding rum. Musst du dich reloggen oder sowas. Das ist egal, das geht ja gleich weg. Das sieht doch richtig geil aus. Wir haben schon einiges geschafft. Ja. Besonders wir. Wir haben das hier zusammen den... So, ich geh jetzt schon mal raus, ne? Damit. Warte, ich komme jetzt sofort mit, Junge. Okay. Alter, wo ist die Truhe? Ich will meine Sachen auch noch wegpacken. Hier ist die Truhe, aber die ist fast... Nee, da passt noch einiges rein. Ja, da passt mein gesamtes Inventar rein. Kannst du mal auf uns stressen, bitte? Ich stresse doch nicht. Junge, wenn ich jetzt aus der Truhe geworfen werde, fliegt alles auf den Boden. Ja? Ja. Und zwar alles, was in deinem Körper ist. Oh. Ich hoffe, du hast diese Warnung verstanden. Ja, hab ich. Gut. Und los geht's. Okay, so, ich beende dann hier ganz kurz die Aufnahme, war da wir rausgehen müssen. Bis gleich. Damit man den Eingang nicht sieht. Bis gleich. So, und so hier sind wir wieder zurück. Draußen in der Außenwelt. Mit Battle-Musik und ganz vielen Gegnern. Ah! Spinne. Zwei Spinnen. Stirb. Jetzt hast du auch noch den Creeper da hinten akko gezogen. Herzlichen Glückwunsch. Egal. Einfach töten. Die ist gleich tot. Oh, die sind alle aggressiv. Der Creeper macht eh nichts. Die Tiere glitschen ein bisschen. Aber das macht ja nichts. Oh, der Creeper. Oh, ein Herd! Noch ein Herd! Weg. So, und getötet. Creeper, hau ab. Nicht explodieren. Braver Creeper. Ganz braver Creeper. Das ist meiner. Nein, das ist mir. Genau. Ich bin ja nur noch Level 2. Herrgott. Ich glaube, wir kriegen nur gut EP, wenn wir Spieler töten. Ich glaube auch. Aua. Ich bin tot. Ja, was lässt du dich von Deathprint auch schlagen? So, dann kann ich gleich irgendwie die Aufnahmen beenden, immer wenn ich tot bin. Echt? Ja. Ich denke, mit diesem Tod wollen wir uns verabschieden und dann beim nächsten Mal richtig auf Spieler losgehen. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Da bei mir gerade auch ein bisschen leckt. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Darus LP und euer... LP Mirai.